Darf es vielleicht ein Billionchen mehr sein? Ich meine, es sind nur 12 Nullen hinter der 1, also nicht so wirklich viel. Und genau das hat Joe Biden jetzt offenkundig vorgeschlagen, so zumindest berichten es Insider, denn der neue US-Präsident will nicht 1 Billion, wie das vorher erwartet war, sondern 2 Billionen in den Stimulus pumpen, also hier praktisch eine Verdoppelung. Und das hat die Märkte heute Nacht, als diese Meldung kam, durchaus beeinflusst. Hier sehen wir, dass eben diese 2 Billionen zum Beispiel bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe durchaus für einen Spike nach oben gesorgt hat. Also die Renditen sind gestiegen, weil man sich sagt, die Verschuldung, die wird ja immer krasser. Da wollen wir einen Risikoausgleich haben, einen Zinsausgleich, eine Risikoprämie haben. Und wir sehen hier mal, was vorher erwartet war, etwa hier von Goldman Sachs. Ja, so um und bei 950 Milliarden, 1 Billion, aber eben nicht 2 Billionen. Jetzt ist natürlich die Frage, wird Joe Biden das wirklich durchbekommen? Denn auch bei den Demokraten gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen sehr krass, was da passiert. Die Republikaner sind ohnehin dagegen sehr überwiegend. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob das kommen wird. Wir haben jedenfalls dennoch heute Nacht Marktreaktionen gesehen. Der Dollar ist nach oben gegangen. Dollarindex hier von Bloomberg ziemlich deutlich. Warum? Weil man sich sagt, okay, ja, dann haben wir wahrscheinlich mehr Wachstum in den USA, dann haben wir perspektivisch mehr Inflation und dann muss perspektivisch vielleicht die Fed die Zinsen auch irgendwie wieder anheben. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Gold gefallen ist heute Nacht. Macht eigentlich keinen Sinn. Defizitausweitung der USA, so scheint es. Das ist doch goldbullisch. Je mehr Geld im Kreislauf ist, je mehr Geld reingepumpt wird, umso besser für das nicht beliebig vermehrbare Gold. Ja, aber eben auf der anderen Seite auch die Situation, die Renditen für US-Staatsanleihen steigen. Das macht Investments in den Dollar attraktiver. Auf der anderen Seite werden dann eben praktisch die Zinsen, die man bekommen kann, die Renditen, die man bekommen kann, am Markt höher, was wiederum Gold unattraktiver macht, das ja unverzinst ist. Also hier vielleicht zur Einordnung dieser Konstellation. Wenn wir uns mal anschauen, wie derzeit die Dinge in den USA zum Beispiel in Sachen Unemployment sind, in Sachen Arbeitslosigkeit, dann sehen wir, das war so stark, so heftig wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, ist jetzt deutlich runtergekommen. Heute werden wir die Erstanträge sehen, die Continuing Claims noch dazu, aber all das wird nicht so wichtig sein, denn am wichtigsten wird dieses hier sein, wenn nämlich dann Joe Biden um 7.15 Uhr Ostküstenzeit sprechen wird, also 19.15 Uhr, 6 Stunden nochmal obendrauf, das wird also mitten in der Nacht deutscher Zeit sein. Da wird sich dann zeigen, ob Joe wirklich hier die Keule auspacken will. Was wir hier sehen, das ist das sogenannte Twin Deficit in den USA. Das ist zunächst mal die jährliche Änderung des Haushaltsdefizits und die Handelsbilanzdefizite. Wenn man das mal kombiniert, dann sind wir weit über minus 20% zum US-BIP. Da wird also sehr viel miese gemacht. Jetzt kamen gestern die Zahlen zum Budget der Regierung mit dem minus 143 Milliarden Dollar, mehr als die erwarteten minus 13 Milliarden Dollar, also mal wieder 100 Milliarden, ist ja nichts, gell, paar Nüllchen. Da sind wir ja großzügig, Milliarde, Billionen, dann kommt die Billiarde, also vielleicht haben wir da bald noch eine Steigerungsform. Und wir sehen heute auch Jerome Powell. Der wird heute 17.30 Uhr GMT sprechen, also heute Abend deutscher Zeit. Auch andere Fed-Speaker wird es da geben bei einer Konferenz. Die Fed ist datenabhängig, datenabhängig, datenabhängig. Wer es glaubt, wird selig. Naja, immerhin behauptet hier zum Beispiel Fed-Vize Clarida, das ist der Mann hier im Bild rechts neben Jerome Powell, dass man also nichts machen wird in Sachen Zinsanhebung, auf gar keinen Fall, bis die Inflation bei 2% ist. Jetzt merkt hier Sven Hendrik an, okay, so wie ihr die Inflation messt, wird sie niemals bei 2% sein. Da ist vielleicht was dran. Faktisch haben wir ja viel mehr Inflation, wenn man wirklich Inflation sauber messen würde, besser messen würde, als mit diesem veralteten Warenkorb aus den 1980er Jahren, als hier zugegeben wird. Ich hatte gestern auf diese steigenden Preise bei Agrarrohstoffen hingewiesen. Das dürfte ein Trend sein, der sich weiter fortsetzt. Von sich fortsetzenden Trends geht auch Goldman Sachs aus. Hier glaubt man bis Ende 2021
2021 beim S&P 500 bei 4.300 Punkte zu sein. Das wäre nochmal ein Schnaps von um und bei 500 Pünktchen. Hier diese lineare Entwicklung nach oben mehr oder weniger, nicht mehr ganz so steil wie seit dem März, aber faktisch sagt uns diese Grafik, dass Aktienmärkte nie wieder fallen, und das ist ja eine beruhigende Statistik. Dementsprechend müssen jetzt alle All-In gehen, werden natürlich alle Stimulus-Schecks jetzt noch schnell investiert, weil es kann nur nach oben gehen, meine Damen und Herren. Das haben wir schon gehabt. Was haben wir dann noch hier? Jetzt zur politischen Situation vielleicht noch kurz. Hier sehen wir Gerüchte, dass Mitch McConnell Donald Trump aus der Partei ausschließen will, also aus der Partei der Republikaner. Aber Mitch McConnell hat zumindest jetzt in einer Geschichte mal ein bisschen deeskaliert. Er hat jetzt ein Statement rausgegeben und hat gesagt, okay, Leute, es ist unrealistisch, dass ein solches Abstimmungsverfahren im Senat über das Impeachment, das US-Abgeordnetenhaus hat ja schon zugestimmt, wir wollen Impeachment, aber jetzt der Senat, da muss Mitch McConnell als noch Leader des Senats praktisch diese Geschichte überhaupt zur Abstimmung zulassen, wird er wohl zulassen, aber erst nach der Amtseinführung von Biden. Er sagt sinngemäß hier, das wird eh länger dauern, lasst uns jetzt erstmal auf die Amtseinführung von Biden konzentrieren, und die wird interessant und heftig möglicherweise. Wir sehen jetzt, dass innerhalb des Kapitols US-Truppen, Militärtruppen stationiert werden, und zwar mehr als Truppen stationiert sind derzeit im Irak und Afghanistan zusammen. Und die schlafen im Kapitol, teilweise auf dem Boden, wie man gesehen hat, ohne irgendwelche Unterlagen etc. Und das gab es das erste Mal jetzt seit dem Civil War, also seit dem Bürgerkrieg in den 1860er Jahren der USA, dass Truppen also im Kapitol nächtigen. Da sehen wir, wie die Lage in den USA derzeit ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie wird eigentlich Trump eingeschätzt innerhalb der Republikaner, dann sagen nur 1% derjenigen, die Trump-Fans sind, ja, der muss abgesetzt werden, Amtsenthebung, aber immerhin jeder vierte nicht unbedingt extrem Trump-treue Republikaner, der aber sagt, ja, Trump hat diese Werte, Freiheit, Business und so weiter, das gefällt mir, ansonsten bin ich nicht so begeistert, aber da sagt immerhin jeder vierte, will ein Amtsenthebungsverfahren haben. Was haben wir noch? Wir haben die Märkte, meine Damen und Herren. Hier sehen wir zunächst mal den S&P 500, da sehen wir, wir sind in so einer Seitwärtskonsolidierungsrange, unten 3.775 Punkte, oben 3.825, sind also 50 Pünktchen, in denen wir uns bewegen, Aufwärtstrend intakt, aber jetzt eben eine Abschwächung der Beschleunigung hier nach oben. Chart von Michael Silver, Figuring Out the Money. Kommt jetzt meine nächste Grafik, hopefully. Hier sehen wir zum Beispiel Plug Power. Das ist so ein Unternehmen, das jetzt gehypt wird. Ich hatte ja zuletzt über die Penny Stocks gesprochen auch. Und wir sehen, der Kurs ist zwar massiv gestiegen, hat sich, glaube ich, ver-15-facht in den letzten Tagen. Aber die Aktie war schon mal wesentlich teurer bei 1.500 Dollar. Jetzt ist sie bei 71 Dollar. Allerdings ist die Marktkapitalisierung deutlich höher, sehr viel höher. Das sehen wir in der unteren Grafik rechts, wenn Sie da mal gucken. Und ich hatte hier noch, Tesla muss 158.000, wenn wir jetzt schon von Blasen sprechen, 158.000 Autos zurückrufen wegen Touch Screen Failures, also wegen Sicherheitsbedenken, die mit dem Touchscreen zu tun haben. Das ist mit einem leichten vorbörslichen Minus bestraft worden. Wir hatten gestern Aussagen von Christine Lagarde, die gesagt hat, ja, wir müssen eigentlich Bitcoin mehr regulieren, es sei ein funny Business. Naja, auch das Gelddrucken der EZB ist in gewisser Weise funny Business, aber 2% der Accounts kontrollieren 95% aller Bitcoins. Kann ich nicht wirklich nachprüfen, diese Aussage, aber es ist bekannt, dass einige wenige große sehr, sehr viel besitzen. Jetzt scheint man wirklich seitens der Staaten und Regulatoren Druck machen zu wollen. Heute die BaFin zum Beispiel, oder gestern die BaFin, mit einem Risikohinweis in Sachen Kryptowährungen. Und jetzt treibt man den digitalen Euro voran, nachdem man vorher eine Umfrage gemacht hat und gesagt hat, wie stehst du denn dazu? Also dieser digitale Euro, der würde dann weitgehend das Bargeld ersetzen, was die Abhängigkeit der Menschen natürlich direkt dann erhöhen würde, weil Bargeld ja doch ein Stück Freiheit ist. Jedenfalls würde das möglicherweise bedeuten, dass die Banken hier in Deutschland, vor allem Sparkassen, Riesenprobleme bekommen, denn wenn es den digitalen Euro gibt, warum soll ich dann überhaupt ein Konto bei der Hamburger Sparkasse haben zum Beispiel, dann kann ich es direkt bei der EZB haben, das wäre ein Nebenaspekt. Und wir haben jetzt wieder sehr schlechte Zahlen aus Deutschland, trotz harten Lockdown mit über 25.000 Fällen und vor allem 1.244 Todesfällen an und mit Corona, höchste Zahl ever.
neuer Rekord. Jetzt kam Johnson & Johnson mit sehr schwammigen Aussagen über den Impfstoff, den man ja in der Entwicklung hat. Der hat eh schon länger gedauert, als man gedacht hat, dass Johnson & Johnson jetzt mal mit Daten kommt. Sehr schwammig, bisher wirklich nicht wirklich konkret, was, wie, nur sehr hoffnungsvoll ist man etc. etc. Und abschließend vielleicht noch: in Italia c'è una crisi. In Italien gibt es eine Krise, nachdem Renzi, der ehemalige Ministerpräsident, jetzt seine zwei Ministerinnen aus der Regierung rausgezogen hat. Das bedeutet eine Regierungskrise, das schwächt den Euro. Wir sehen teilweise Druck auf den Euro und vor allem die Renditen, 10-jährige italienische Staatsanleihen, BTP, die gehen deutlich nach oben. Die Risikoprämie italienischer Staatsanleihen steigt wieder. Das könnte das nächste Thema werden. Worüber streitet man sich? Über die Verteilung der Gelder, die man über diesen Rettungsfonds eingenommen hat. Da ist man sich uneinig, wie man das verteilen soll. Typisch Italia, könnte man sagen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Abiönche hin oder her. Vielleicht machen wir Billiardsche bald draus. Es ist egal, gell? Und dann haben wir vielleicht beim S&P nicht 4.000 Punkte, sondern 400.000, 4 Millionen, gell? Ist eh schon wurscht, ne? Da sind wir so ein bisschen so Zimbabwe-mäßig drauf. Also ich wünsche jetzt das allerbeste. Servus und ciao.